Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Underground. Heute werden wir in Underground alles fertig. Ich habe einen Monat lang täglich aufgenommen. Clips über Clips, Stunden über Stunden, bis ich auf einen Monat kam. Und sorry, dass es nur eine Timelapse gibt. Und heute sind wir mal wieder unsere Base mit Husky Jonas im Call. Und hallo. Ja, wie man hier nicht schwer erkennen kann, ist es hier ultimativ schön. Ich habe es hier gerade eben off-cam hier ein bisschen schöner alles hier gemacht. Das sieht übelst geil aus, meiner Meinung nach. Und das finde ich jetzt viel schöner so. Ich habe jetzt hier noch ein Beet hingemacht, mit Knochen mir ein bisschen hochwachsen lassen. Es gefällt mir auf jeden Fall hier bisher alles. Aber ich muss euch erstmal eine traurige Nachricht erzählen, weil ich habe das Gefühl, dass ich bald mit Underground fertig bin. Schreibt darum unbedingt Ideen in die Kommentare, was ich hier noch in diesem wunderschönen Projekt machen kann. Und wir haben natürlich auch eine Schubkarre, ne? Also die legendäre Schubkarre. Ich weiß nicht, wie sie den Titel nennen. Also der heißt auf jeden Fall nicht die legendäre Schubkarre. Schau ich mal. Aber was heute auf jeden Fall unsere Aufgabe wird, wird auf jeden Fall der Tresor, weil den Steinboden, den mag hier niemand drin haben. Und dann natürlich noch ein Wasseraufzug, der dann von da unten dann die ganzen Eisenbrocken hier dann in ein schönes Kistenlager transportiert. Das bedeutet auf jeden Fall übelst viel Aufwand. Darum würde ich mich auch freuen, wenn ihr jetzt schon mal ein Like da lässt und ein Abo, weil ich nebenbei wieder kurz von 500 Abonnenten. Und da kann ich schon mal sagen, ja, sage ich nicht, was da passiert. Aber für uns bedeutet es jetzt auf jeden Fall, wir bauen den Boden raus. Okay, wir haben es geschafft. Alles sieht geil aus. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen behoben. Dass wir dann hier noch einen Wasseraufzug dann in einem gescheiten Lager haben. Ich muss mir auch überlegen, wo das Lager sein wird. Es wird automatisch auch einsortiert. Aber ich muss mir jetzt noch mal ein bisschen mehr Gedanken machen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann vielleicht das Lager aber schon gebaut habe. Oder schauen wir. Tada. Fertig. Da oben ist noch ein bisschen Granit und so, weil dahinter ja das Ding ist. Das Farmbereich-Dings der Bums da. Aber ich habe hier auf jeden Fall schon alles von den anderen eingelagert. Das ist auf jeden Fall ganz viel. Da unten war ja das Loch, das haben wir dann entfernt. Wenn wir jetzt in unsere Lounge gehen, dann ist dann hier oben dann auch hier diese Trapdoors. Und hier ist dann der Trichter, das dann runterführt. Und dann hier sind hier die Trapdoors weg. Hier ist der Filtermechanismus, ganz easy peasy, ganz leicht gehalten. Und hier werden alle Poppys rausgefiltert, die dann hier reinkommen. Und, oh, da kann ich leider nicht durch, da bin ich zu fett für. Aber da werden dann alle, oh, was ist das? Warte mal. So, die werden alle dann hier runter in mein Knochenmehlfabrik reingetransportiert. Dings der Bumser und ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt zeige ich euch noch Husky Jonas Base, weil ich soll mal bewerten, wie es finde. Ich sehe da hinten. Ja, bewerte meine Base. Da ist er. Also, ich habe ja mit dir dieses Bodenmuster gestern gemacht, ne? Das gefällt mir auf jeden Fall vom Kontrast her. Das passt auch zum Basalt. Und das da werde ich jetzt auch, also mit dem Basalt werde ich jetzt da hinten noch an die Wand bringen. Und das mit den Trapdoors, das ist auch ein gutes Design, weil ich mag es so, wenn die Trapdoors dann das so bringen, dass man die Hopper nicht mehr sieht. Und das wird dann interessant auf jeden Fall. Aber Leute, schaut auf jeden Fall auch bei Husky Jonas vorbei, weil sein Name ist auch unten in der Videobeschreibung. Er fängt jetzt mit YouTube an. Ich glaube, dein erstes Video ist dann schon da, wenn ich dann das Video hochlade hier. Theoretisch, ja, hab ich. Ja. Also ich muss halt einfach einen Block rein. Wenn ich einen Block reinlege, da oben in den Test, dann kommt der sozusagen hier an. Oh, und dann platziere ich den Block hier. Und dann platziere ich den Block hier, der da halt ankommen soll, der ich halt reingetan habe, platziere ich dann hier und genau. Dann fertig. Die Furnace, das war ein Komm mal kurz mit. Okay. Ich tue jetzt hier so, jetzt, aber ich mache es natürlich mit Eisen hier. Ne? So, jetzt fließt es durch und kommt gleich hier alles an, weil das der nächste freie Chest ist, wo es reinkommen kann. 41 müssen natürlich überbleiben. Da platziere ich hier zum Beispiel so einen Eisenblock. Craft ich dann einfach um. Da müssen wir da kommt jetzt. Schon. Okay, und oben bleiben halt jetzt 41 liegen und dann platziere ich hier den Block und. Dieses Design werde ich dann auch in meiner Base verwenden. Wahrscheinlich über der Chill Lounge. Nur hier, dieses Design mit der Chest da oben muss ich noch besser machen. Ich hätte da eine Idee, weil wenn du nämlich dann deine Chest so machst hier irgendwo, ne? So am besten so drei Reihen, wo es dann mit Hoppern dann rausgezogen wird oder so, ne? Und das ist dann über den Hopper und dann über Komparatoren, dann ausgelesen wird das, was in den Hopper drin ist. Und dann das Signal direkt dann weitergeben wird zum Dropper, das ist dann, dann direkt dann hoch in den Wasserstrom und der Wasserstrom geht dann nach oben und sortiert das dann alles einsortieren.
Das könntest du machen. Ja, weil da oben habe ich eh noch so viel Platz und hier. So was ähnlicher habe ich in Chow Wars 2 auch noch gemacht. Vielleicht erinnern sich die Kassen-OGs dann auch noch dran. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, vor einigen Folgen haben wir hier unseren Shop gebaut. Und warte mal, ich muss erstmal alles verändern mit dem Shader. Und hier, ich habe übrigens mit Otto Offcam hier unseren schönen Brunnen gemacht. Das wird vielleicht hier in der Mitte sein. Und hier kommt ein Honig-Shop rein, aber unser Shop hier ist alles voll mit Eichenholz. Und das passt halt gar nicht mehr null zu meinem Base und sieht übelst hässlich aus. Und ich möchte eigentlich den kompletten Shop jetzt halt umbauen und ein bisschen an meine Base dann anpassen. Der Shop ist fertig, was aber nur noch fehlt, ist die Fackeln am Wand. Die bauen wir jetzt erstmal ab. An Wand? An Wand auf jeden Fall. Ich bin der Beste im Deutschunterricht gewesen. Also das merkt man auch, ne? Also bei meiner Sprache, die ich rede. Also das ist auf jeden Fall Hochdeutsch, richtig? Ja, ist ganz niedriges Hochdeutsch. Was? Mein Shop ist fertig, aber es gefällt mir auf jeden Fall schon mit der Kasse, weil es passt nämlich dann auch zu meiner Base, weil ich habe hier ein bisschen Eichenholz gelassen, so am Anfang, wenn man so reinläuft. Weil bei meiner Base gibt es ja auch so die Stripped Eichenholz vor meiner Base, diese Säulen. Und ich finde ich richtig schön. Aber diese ganzen Schilder und was ich da auch alles verkauft habe, bauen wir jetzt mal ab. Und jetzt würde ich sagen, ach, keine Ahnung, wo ich das damit hin tue. Leute, ich habe hier noch Deko hin platziert. Eine kleine Rüstung, wo auf Beacon steht. Und dann haben wir jetzt hier unseren Shop. Und da muss ich jetzt hier noch ein bisschen einsortieren. Und jetzt bauen wir den zweiten Shop weiter. Der nächste Shop ist auch fertig. Und ich bin froh, wenn man hier sieht, dass da jetzt auch leer ist. Weil ich bin froh, einfach, dass diese ganze Rüstung nicht mehr drin stehen, weil die eh schlecht waren. Und die halt als Deko da stehen, die wird nicht verkauft, ne? Die stehen einfach nur als Deko und wer die klaut, der wird gebannt für immer. Was jetzt halt hier noch machen, weil das Ganze voll ist von vorhin, muss ich jetzt erstmal alles wegsortieren und ich stecke, glaube ich, alle in einem Blast-Furnace bei mir in der Base oder keine Ahnung. So, Leute, da wir jetzt hier auch noch alles mit Eichenholz voll haben und ich das nicht so mag, da bauen wir das alles auch noch zu Fichtenholz. Aha, aha, aha. Danke für alles, Moostyp. Da war wohl wahrscheinlich Fitzluki am Werk, oder? Du kannst mal was sagen, ne? So, ja. Wie viele Dia-Blöcke sind das? Ich bin der Meinung 32. Ist es dein scheiß Ernst? Oh Gott. Ey, wer erinnert sich da noch an Core After Attack damals? Core After Attack 1 Bedrock Edition. Oh, da hatte ich auch 2 Stacks Dia-Blöcke, weil ich so einen Kopfgeldshop hatte. Da hatten so viele dann einfach mir 1 Stack Dia-Blöcke gegeben, ne? Um das dann zu bezahlen, dass ich nicht mehr Kopfgeld gejagt wurde. Oh, das war so geil. Englisch cool. Vor allem, weil ich habe eine Mod drin, wo das 3D ist, wo das quasi die Layers quasi verbunden sind. Das sieht noch cooler aus. Kannst du mir eine Mod schicken? Ich weiß nicht, ob wenigstens auch mal Ach, weil ich nie bin gefehlt im Redstone. Eine Sekunde. Aber irgendwie wird es nicht gepowert hier, ne? Das sieht mir jetzt aber gut aus. Oh mein Gott, let's go. Hier hinten schießt jetzt alles drauf. Wie ist der Name von... Das ist so Maus. Oh, wie aber geil. Ich halt mal auf Speichern. Ja. Und was, wenn mehr verbraucht wurde, als produziert wird? Ist ja ein Fehler. Wenn du die Farmen jetzt anschiebst, dass die Bone Meal produzieren, dann produziert sie viel mehr Bone Meal, als sie brauchen. Ja, okay. Wieso liegt da extrem viel am Boden? Ja, weil es nicht auf Speichern gedrückt ist. Oh, hast du es noch nicht angeschnappt? Jetzt haben wir es aber gespeichert. Da oben, geil. Hä? Hä, ich hab gerade Speichern gedrückt. So, jetzt aber. Und wenn du es auch in der Videobeschreibung verlinkt, wie geil das ist von dir, ne? Muss ich echt ehrlich sagen. Vielleicht kommen da vielleicht ein paar Robots zu dir. Feuer! Wie? Von wo? Was ist passiert? Kann sein, dass es bei der. Wo rennt sie? Rausgekommen ist. Ein bisschen. Na, hä? Stimmt! Es kann. Stimmt wegen der Farm. Wegen der Lava. Wo brennt? Alter, das hat sie gebrannt und alles gelöscht. Oh, die ein bisschen Technik ist kaputt gegangen. Wie meinst du? Ja, also. Peter, glaube ich, oder so. Was war denn das jetzt? Digga, wie schnell bist du, Fizelu? Okay. Zwei Repeater. Ich habe kurz mein Beacon fertig gemacht und plötzlich war es hinter drei Farmen. Wieso brennt es komplett in Stein eingebaut? Okay, noch eine Schicht. Oh Gott. Hast du eine Ender Chest? Ja. Kannst du mal kurz fixen? Danke. Okay, Fizelu hat jetzt auf jeden Fall hier alles gebaut. Das gefällt mir sehr, also perfekt. Alles hier. Ja, okay. Übertreibt. Okay. Wie geil. Okay, das hat sich auf... Oh mein Gott, okay. Hier ist noch die Redstone-Kiste. Hier ist noch ein bisschen Stuff drinnen. Also, das ist wirklich jetzt unter deiner Würde, ne? Ich hab grad mein ganzes Level-Rack verschenkt. Pizzeluki, warum hast du 4 OP-Gaps?
Digga, weil ich auf der ganzen Map war. Bruh. War auch in dem einen oder anderen Wüstentempel. Was ist denn falsch mit dir? Hallo? Mann. Dorman. Ja. Bist du bei deiner Moosfarm? Ja, bist du. Ja, ich wollte mich gerade knappen, Alter. Ich Farben. Was ist denn mit euch heute los? Ja, danke für alles, ja. Gerne. Ist doch das Lächerlichste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe gerade erst mein Inventar sortiert. Hallo. Das ist mein letzter. Möchte jemand? Nein, niemand will dein Aufkegel. Nein. Diese drei Beacons. Hast du gerade wirklich gegessen? Nee, du hast doch niemals gegessen. Doch. Vier. Nee, das dauert doch länger. Also wie kam... Was? Ach, Mann. Was ist? Fetze Luki? Nein. Was ist? Sag nicht, du hattest... Also das sind, sag nicht, also sag bitte, das sind deine. Die sind nicht aus meiner Farm, bitte. Welche? Die ganzen Honigblöcke. Deine sind die von... Also, ist es euer Ernst? Also, von wow. Summ. Ich bin eine Biene. Summ. Ich kotze Honig. Ich habe so viel Honig. Kannst du damit aufhören? Summ. Ich bin eine Biene. Ich habe jetzt hier nochmal eine provisorische Farm gebaut. Eigentlich ist es nur ein Smelter, der hier eigentlich meine Kartoffel durchmelzt für meinen Shop, weil ich habe nämlich jetzt übelst viele Diamanten schon bekommen. Durch die ganzen Einkäufe. Und dann habe ich jetzt hier einige Karotten und Kartoffeln. Kartoffeln entfernt und wenn es ein bisschen lecken sollte und meine FPS hier unten sein sollten, ja, dann läuft die Farm hier. Die 40 Luki gebaut. Aber wir haben jetzt hier, oh Gott, Taff reingelegt und. Der ist nicht so. Der ist ein bisschen klüger, weil sehen wir jetzt auch egal. Naja, was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist nämlich hier ein fettes Loch reinmachen und da eine XXXX-Farm reinzumachen. Ja, das wird nämlich Smelter. Wie hier vom Prinzip her bloß mit normalen Öfen und ein bisschen effizienter oder. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also, schau mal. Was ich da mal machen will. Oh, und wie man vielleicht auch erkennen kann, habe ich jetzt hier eine Cam. Also, was für eine Cam? Also, das erkennt nur meine Maus und es erkennt hier ein bisschen. Das ist halt eine kleine Spielerei, wie man halt hier so Gameplay mit so einer Art Handcam, weil mein Cam lässt sich nicht anschließen und ja, keine Ahnung. Naja, ich baue jetzt mal das Loch. Einige Tage später, mitten im Discord, ist Husky Jonas auch nicht auf Server. Das ist nämlich meine Testwelt hier. So, weil hier habe ich ein System gebaut, wie ich einen Autosmelter baue. Weil ich mir überlegt habe, komm, ich möchte einen geilen Autosmelter bauen für meine Farm. Darum habe ich jetzt hier ein Redstone-System gemacht und Blätter können übrigens Redstone leiten. Da wird nämlich dann hier der Kolben powered und der Kolben, also das sind Sticky Pisten, ne? Also kein normaler, sollte ich nachbauen wollen. Da kommt dann hier der Redstone-Block, der wird dann hier hoch vorgeschoben, da wird es hier das Redstone-Signal ausgelöst. Hier wird es dann zu einer Fackel, also die Fackel sagt dann, aha, da, ich habe ein Redstone-Signal von hinten bekommen, die Fackel geht aus, die Farms hier gehen alle an. Und duplizieren dann Teppich und der Teppich kommt dann hier in einen leckfreien Wasseraufzug, weil dieses Ding hier schaut, ob die Items drin liegen. Und die Items werden dann über den Komparator hier ausgelesen. Da wird das Rotzum aktiviert und der Kolben fährt dann immer aus und schaut halt, wenn welches drin ist. Und wenn was nichts drin ist, dann geht es aus. Genau, und da hinten habe ich auch gemacht. Eigentlich mit der ganz simpel zu bauen. Ja, das ist wirklich eigentlich ganz simpel. Ich zeige euch mal kurz den Teppichduplizierer. Der geht übrigens nicht in Bedrock für alle Bedrock-Spieler hier. Und schaut mal, hier, da läuft sie und das dupliziert sie ganz viel Teppich. Der Teppich geht in die Hopper. Und davon kommt hier nämlich dann alles mit diesem System hier, wird alles ausgelesen. Und dann wird es dann alles mit dem Minecart hier einsortiert. Mir fällt das gerade auf, weil ist ja gerade, also sozusagen mein Ding davon baue. Ja, also Husky Jonas möchte nämlich auch das auch bauen, weil wir möchten jetzt noch mal eine andere Warnbase fertig bauen. Er möchte wahrscheinlich auch ein bisschen weiter bauen noch. Ja, so, was ich hier auch noch gebaut habe. Video bei mir. Vielleicht. Ja, ich habe auf jeden Fall auch noch eine Grafikkarte hier gebaut mit dem Mini. Ich würde sagen, es ist eine.
das könnte man Laptop-Grafikkarte bezeichnen, so. Weil diese Grafikkarte hat nämlich mit dem Delay von den Observern. Hier, wenn ich jetzt nämlich eine kleine Grafikkarte hier baue, so. Und es dann wird hier nicht alles abgelesen. Und das Redstone-Signal wird dann hier weitergeleitet auf diese ganzen Lampen. Und damit habe ich eine coole Animation gemacht. Und die kann ich euch hier noch mal kurz zeigen. So, das sieht übelst geil aus. So. Und natürlich bin ich mal wieder so suchtig gewesen. Und habe dafür mehrere Stunden Spielzeit rein investiert, um dieses Ding alles zu machen. Also dafür lasse ich auf jeden Fall nochmal einen Lohn, ein Like da zu lassen. Weil, wenn man nämlich hier Items reinlegt, da muss man nämlich ganzen Items reinlegen. Wenn man es hier reinlegt, da passiert nichts. Erst wenn ich die Kiste schließe, dann wird hier was rausgelegt. Man hört es schon klackern. Es wird alles über den Wasserstrom da hinten hier befördert und die ganzen Öfen. So. Sollte jetzt hier was ankommen, sehen wir jetzt gleich auch. Da passiert nämlich hier oben was. Und übrigens, wenn ich immer hier reinschaue, dann wird halt das immer geleert, nämlich Trap Chest. Sieht man vielleicht auch hier ein bisschen an der Textur. Wenn ich jetzt hier ein bisschen warte, bis halt ein bisschen hier durchgeschmelzt ist, aha, da habe ich jetzt hier eine Animation bekommen. Hier ist jetzt was reingekommen und da ist mein Eisen drin, was ich gerade eingeschmolzen lassen habe. Und dieser Farm, ne? Also die Farm funktioniert übelst schnell und also, ne? Und wenn ich was abgebe und kein Item hier drin ist, dann kommt hier nochmal eine Animation als Danke. Und das finde ich übelst geil mit meiner Technik hier. Und das Geile ist, ich habe sie halt komplett selber überlegt. Ich habe kein Tutorial dazu angeguckt. Ich habe halt nur von diesen Spark 201 Dingen in Minecraft-Buch ein bisschen abgeschaut. Weil nämlich da kann man ja auch ein Redstone-Signal auslösen. Das ist übelst geil. Also, ich würde das Buch auch schon auch mal empfehlen. Solltet ihr es noch nicht kennen. Und dann haben wir jetzt hier nochmal, wird nämlich dann alles von den Öfen rausgetan. Und ihr seht schon, es funktioniert sehr schnell. Und die Teppiche funktionieren wirklich als Brennstoff. Ich wollte nämlich vorerst eigentlich mal Bambus nehmen. Aber Bambus dauert übelst lang zu farmen und ist halt nicht so effizient wie Teppich im Endeffekt. Eine Farm zu bauen ist. Ja. Und eine Bambusfarm, die verbraucht viel mehr Platz. Und ich habe nicht mehr viel Platz in Underground, wie man vielleicht sieht. In der Underground immer. Und hier sind die ganze Dinge. Und übrigens, wenn ich jetzt hier ein paar mehr reinlege, dann funktioniert es durchgehend. Also es ist irgendwie, ja, keine Ahnung, ist mit dem Hopper-Delay und ist halt alles gleich, finde ich. Ist halt ein bisschen anders da, aber wir springen mal wieder zurück nach Anne. Wir haben einiges abgebaut. Da unten kommt unser Turbosmelter rein. Hier hinten kommt unsere Kiste rein. Wie in meiner Singleplayer-Map, die ich gerade mal auch gemacht habe. Oh, die Singleplayer-Map doch gerade gespeichert. Naja, ich gehe mal kurz in die Welt. Und ich habe ja euch in letzter vorhin. Ja, vorhin. Nee. Ja, vorhin gerade auch gezeigt, was es eigentlich ist. Und ich erkläre es euch nochmal. Da wir nämlich dieses System hier bauen wollen. Ich habe hier nochmal ein bisschen Netherite aus Test geschmelzt. Hier, wie man sehen kann. Und wir müssen jetzt diesen Tapic Duper bauen. Aber was ich zuerst machen muss, ich muss hier kurz ein bisschen schauen, wie die Technik funktioniert. Und ich würde sagen, das baue ich jetzt alles in Underground. Also, für euch ist er jetzt wahrscheinlich schon mitten im Video. Aber wir sind beide krank. Ne? Und wir möchten jetzt eine Art Kneipe bauen, wo wir so Honig haben von meiner Farm. Und den Honig können wir halt benutzen, so für die Getränke und können wir so Kartoffeln als Essen ausstellen, dass man auch bezahlt. Wir haben uns hier schon einen Platz rausgesucht und wir bauen hier auch noch eine Treppe, aber für euch gibt es erstmal eine fette Timelapse. Nach einer langen Bausession haben wir es auch geschafft. Bei Husky Jonas wird ihr dann wahrscheinlich auch sehen, wie wir das, den Rest dann auch bauen oder wie er alleine baut. Schauen wir nochmal, weil sie haben es ein paar Tage später. Jetzt hört sich vielleicht auch meine Stimme viel, viel besser an. Naja, er wird hier auf jeden Fall noch eine Brücke bauen und für uns heißt es hier schon mal, wir sind fertig. Es hat jetzt halt ein paar Minuten lang gedauert, so eine halbe Stunde. Aber was wir auf jeden Fall jetzt dann machen werden, ist mal hier kurz in unsere Base. Das hier ist unser Turboofen. Und der funktioniert übelst gut, weil wir kriegen so viel Ertrag von ein paar Kupfer. Also das ist wirklich gut, wie schnell er funktioniert und wie gut er sortiert. Hier hat Flitzlugi noch einen Kondensator gebaut, der das dann hier auch mal lädt. Und das gefällt mir auf jeden Fall sehr. Wir sind hier gerade auf unserem Ofenswelter. Ich mache mal kurz für euch die Sounds hier leiser. So.
Also, hier haben wir noch übelst viel Platz und ich weiß jetzt nicht, was wir das benutzen sollen. Also schreibt jetzt. Ja, warte, das bringt ja eh nichts, wenn es das letzte Video ist. Wow. Doch während ich mir den Kopf zerbreche, was ich hier hinbauen kann, kann man hier eigentlich auch ein bisschen die Deko reinmachen. Ich tue jetzt hier mal kurz die Kohle reinfüllen. Aber was ich auch machen könnte, ist mal die Kisten hier sortieren, weil die sind nämlich alle unsortiert. Und es wird auf jeden Fall uns mal richtig gut tun, wenn wir die ganzen Kisten hier mal oben sortieren. Weil es ist ja alles richtig ekelhaft. So, wenn man hier so einfach stundenlang suchen muss. Welches Item hat sich? Ach ne, das ist ja in der unteren Kiste. Ah ne, da sind ja auch. Also, ja, das wäre auf jeden Fall ganz doof. Aber was wir hier machen können, ich habe jetzt hier eine Poppy aus dem Itemfilter rausgetan, damit wir jetzt hier mal testen können, ob der Itemfilter wirklich funktioniert, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht funktioniert, weil unten im Tresor nicht so viel Eisen irgendwie ankommt und das ist ein bisschen komisch, also testen wir das jetzt mal mit den Poppys. Was man auch machen könnte, ist die Beacons hier mit rotem Glas zu machen, dass sie rot leuchten, aber was ich gerade sehe, ja, also, da unten ist kein Platz, also muss ich das erstmal nochmal eins runterversetzen. Das hier ist Minecraft Underground. Und wir haben hier einiges dekoriert, beziehungsweise Fritzi Luki, aber Husky Jonas hat hier eine Brücke gebaut. Das kommt in seinem Video. Und ich habe hier bei Tom's alter Base hier ein paar Bäume geplantet, die wir da auch ausgelöscht haben mit Pilzlichter, damit sie so alt und verrottet aussieht. Was ich auf jeden Fall jetzt machen wollte, ist eigentlich vielleicht schon klar. Nein, ist es nicht. Naja, ich möchte hier sau viele Weizenfelder platzieren, beziehungsweise anlegen, weil ich es einfach schöner finde, wenn wir hier so ein Weizenfeld hier haben, da hinten. Das ist nämlich dann vom Kontrast her, wenn wir jetzt hier so auf dem Baum stehen, weil hier ist nämlich alles so grün mit den ganzen Blättern vollgeklatscht und wenn wir so einen Kontrast so zwischen dem Boden und den Blättern haben, dann müsste es dann noch viel schöner aussehen. Vor allem mit Shader und ich sag euch, ihr freut euch auf jeden Fall schon auf den Download-Link, wahrscheinlich in der Videobeschreibung. Nein. Okay, mit Shader. Also ich musste deswegen übrigens nochmal ernten für die ganzen Weizenkörner. Aber es leckt jetzt hier ein bisschen leicht. Übrigens habe ich hier auch noch ein netter Portal gebaut. Aber mit dem Feld ist es ja eigentlich schon richtig cool, finde ich. Also ich finde es richtig schön, so mit dem ganzen Feld. Wenn ich dann wirklich halt noch so komplett hier, dann noch alles geht schön mit Moses. Dann hier noch für Flitz Luki vielleicht noch den Weg erweitert. Das könnte mir schon auf jeden Fall richtig schön. Was wir auch machen müssen, ist im Hintergrund seht ihr nämlich meine Farm. Und ganz wichtig ist, weil wir eigentlich hier keine Samen mehr hier so richtig haben, müssen wir mal hier ein bisschen AFK stehen und ein paar Samen und Weizen produzieren, damit wir hier mal genug haben. Also produziere ich mal und gehe AFK. Ich weiß, kurz so circa 5 Minuten AFK. Und ja. Also, ne, das ist schon sau viel, mein Knochenvorrat. Ist auch übelst leer gegangen. Ja, okay, ein paar nicht. Ein paar schon. Ja, also, nachfüllen ist auf jeden Fall mal nötig, sag ich mal. Ich sag mal so, so habe ich es mir auch ungefähr vorgestellt. Sieht übelst schön aus mit den ganzen Holz hier auch, ne? Auch mit den ganzen Heu hier überall, beziehungsweise Weizen. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, mit den ganzen Wegen auch noch gleichzeitig. Also, so ehrlich sagen, wenn wir dann hier noch die Weg dann zu Dark und Leko und so dann auch noch hinbauen, das würde auch übrigens cool aussehen. Was wir aber auch machen können, ist uns dann hier über den Weg kümmern, den wir dann genauso designen und noch so einen kleinen Weg zum Portal hoch, damit wir auf jeden Fall noch alles schön haben. Warum ich 21 Level habe und bei der XP-Farm stehe, liegt daran, weil meine Sachen, ja, benannt werden. Und das Problem jetzt ist, da ich wenig Level habe, muss ich erstmal in Levelfarm gehen. Flitzy Luki hat jetzt hier auch so ein Klemmbrett hingebaut. Er ist leider nicht im Discord, aber ich habe jetzt hier die Spielerhandel auch beendet. Also wir haben jetzt hier ein paar To-Dos, die wir auf jeden Fall machen müssen. Aber ich habe jetzt hier noch hingeschrieben, herausfinden, was Stormy neben dem Power-Ofen bauen soll. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es auch nicht in die Kommentare schreiben, weil das Video endet wahrscheinlich auch erst, wenn es fertig ist. Weil das wahrscheinlich auch das letzte Bauvideo wird und wir hier alles bauen werden. Aber ich muss jetzt euch noch ein bisschen den Progress zeigen, was wir hier schon gemacht haben. Ich habe jetzt hier einen Baum hingeplaced und hier hinten auch. Und da habe ich das Feld hier noch gebaut und dann habe ich hier die Wege für Flitze Luki markiert, damit er das ganze Wegensystem hier noch hin erweitern kann und ausbauen, dass wir dann hier noch alles schön bauen können. Dann müssen wir das jetzt alles noch nach oben ändern, die Tage. Also für mich ist es hier ultimativ viel Arbeit. Ich bin inzwischen auch schon wieder Level 56, aber ich möchte hier, wie man sehen kann, einen Dark Oak Baum hinbauen, aber ich weiß es nicht wo, aber ich glaube, den Baum bauen wir jetzt nochmal ab, dass wir hier einen dicken, fetten Dark Oak Baum hinbauen können, weil der Baum hier gefällt mir irgendwie nicht so und darum mache ich erstmal alles weg. Ich habe die letzten 5 Baum hier und schauen wir, ob es reicht.
Eins, zwei, drei, vier. Oh. Oh. Okay. Das sieht. Es ist ein bisschen blöd, dass ich das jetzt hier unten jetzt wegbaue und. Ja, ich hätte ein bisschen mehr Stein holen müssen. Jetzt ist der Baum aber auch auf dem Stein gewachsen. Ist zwar sehr unrealistisch, aber was ich jetzt hier oben noch machen müsste, ich habe hier auch dafür eine Schere dabei. Ich baue jetzt hier random irgendwie vielleicht ein paar Blöcke ab hier, dass ich hier ins Stromgerät reinpacken kann, damit der Baum dann auch beleuchtet ist. Damit Shader sieht es dann auf jeden Fall übelst cool aus. Und da halt auch der Download dann für euch da ist, könnt ihr es dann auch noch alles hier anschauen. Ich habe hier auf jeden Fall noch übelst viel geplant. Und darum mache ich jetzt erstmal hier alles schön hell im Bau und dann schauen wir uns gleich alles mit Shader. Das ist Minecraft Underground. Ich habe das jetzt alles hier nochmal ausgeleuchtet. Man kann hier auch sehen, es ist ein bisschen beleuchteter als jetzt hier, weil es hier einfach noch nichts beleuchtet ist. Aber ich möchte auch hier nichts beleuchten, hier finde ich schön. Aber was ich auch noch anschauen müsste, ist vielleicht jetzt hier bei Nacht. Das könnte nämlich auch mal ganz gut aussehen. Da machen wir es mal kurz. Ich habe jetzt hier mal über eine Fässer-Client-Mod hier mal Nacht gemacht. Und, also auch bei Nacht finde ich es noch einen cooleren Touch. Also wenn ich jetzt mal kurz Tag mache, sieht es eigentlich dann auch halt... Ich lasse es mal kurz uncut, weil schaut mal, es sieht halt mal wirklich ganz anders aus, wenn wir es hier so nachts haben. Also, ich muss ehrlich sagen, es sieht halt übelst cool aus, dieser Eingang. Auch ohne Shader macht es schon was her. Also, ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn Flitzy Luki dann hier auch mal hier die Wege dann gebaut hat. Und wenn hier mal wirklich auch alles gescheit ist. Und was ich jetzt auch sehe... Hier wurden ja Zäune hin platziert und dies war mal nicht ich. Ich glaube, da war mal ein Luki-Flitze am Werk. Andersrum. Also, ich habe die ganze Zeit kurz gezittert, wo ich halt wirklich jetzt ein Schwein gefunden habe. Aber dass ich jetzt das zweimal in diesem Projekt finde, also, was soll ich sagen? Nein. Ich hätte... Mann, ich könnte so heulen, ne? Ja. Hier ist alles da. Es ist doch... Ich habe stundenlang... Ich habe dieses Ganze alles abgetrabbelt, um eine Wüste zu finden. Ich habe nichts gefunden. Aber jetzt hat... Fliege ich? Ja, ne? Und hier habe ich noch korrekt... Nein. Und ich bin über 2000 Blöcke jetzt getrabbelt. Nur für das, damit ich jetzt sehen kann... Nimm bitte solche Korallen mit. Diese einen da. Bitte, ja, das nehme ich natürlich mit. Also es ist doch so, ey. Aufpassen. Leute, ihr müsst euch denken, ich habe so viel Spielzeit investiert, nur um eine Wüste zu finden, die ich da nicht gefunden habe, dass wir dann solche Mini-Strände abgrasen mussten, um Sand zu kriegen. Aber jetzt kriege ich eine XXL-Wüste hinterhergeworfen, da kurz vorm Ende des Projektes, beim letzten Video, wo es mir nichts bringt. Nach einer abgrundtief langen Ewigkeit später, ich haske Jonas auch offline und wir müssen jetzt hier noch ein bisschen dekorieren. Ich habe jetzt hier ein paar Korallen so angelagert, hier ganz viele Blumen, das sind übelst viele, die werden auf jeden Fall fürs Projekt mehr als genug reichen. Und was wir jetzt auf jeden Fall noch bauen werden müssen, ist nämlich hier eigentlich schön vor der Deko bauen, weil hier fehlen noch ein paar Blumen, die wir jetzt hier gefarmt haben. Da müssen wir ein paar so rote Poppies so mal ein bisschen umändern und hier auch noch ein paar Blumen hinzufügen, dass es hier auch mal ein bisschen schön aussieht, damit hier auch das ganze Underground, ja zum Download ohne Probleme, ohne dass es hässlich aussieht und ohne dass es sich schämen muss hier wegen den hässlichen Bauen, zum Download vergeben können. Übrigens, ich glaube, Download ist bei einem Video, was etwas später kommt, also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Also diese ganze Map, wo wir drauf spielen, wird für euch für die Bedrock Edition und für die Java Edition zum Download geben. Und das ist auf jeden Fall übelst cool. Okay, wie man es hier im Hintergrund sehen kann, habe ich hier alles fertig dekoriert. Und während dem Bau habe ich auch nebenbei überlegt. Hier habe ich ja geschrieben, herausfinden, was Stormy neben dem Powerofen bauen soll. Und ich habe das herausgefunden. Das ist halt krank. Und darum machen wir es auf grün. Und jetzt erkläre ich euch was. Hier im Hintergrund sieht man auch, genau neben meinem Kopf hier so, diese Warzenfarm so, die ich mal am Anfang des Projekts gebaut habe, damit ich nette Warzen farmen kann für Getränke und so. Und da habe ich mir überlegt, ja komm, das kann ich ja in meiner Base auch reinbauen. Und das bauen wir dann auch mal nebenbei hin. Also, ich habe hier alles noch um den Spawn und beziehungsweise Shopping-Area hier schön gebaut. Und darum können wir die nächste Aufgabe hier eigentlich auch schon mal grün markieren. Perfekt. Aber was wir jetzt machen werden, ist bei Husky Jonas. Die Base von Husky Jonas Base ist jetzt fertig. Das sieht auf jeden Fall tausendmal besser aus als vorher. Jetzt habe ich hier noch einen Ring gemacht, so aus Weiß. Das haben wir einfach mal so provisorisch gemacht, dass man hier auch reinfliegen kann. Dann kann man hier auch easy peasy wieder raus. Und ja, wenn hier noch die ganze weiße Felder gebaut sind, dann sieht es nochmal tausendmal geil aus. Dann habe ich jetzt auch offiziell diesen Haken da fertig.
mit um und die Shopping Area aufräumen plus Deko. Das ist auf jeden Fall safe abgehakt. Wir könnten vielleicht noch in der Zukunft noch ein bisschen mehr hier machen, wie Fackeln, Replacen zu Laternen, aber ansonsten gefällt es mir schon mal hier. Flitzluki baut jetzt hier die Mob-Farm, was Tom mal gebaut hat. Er baut auf jeden Fall diesen hässlichen Klotz hier ab. Das sieht auf jeden Fall dann viel schöner, wenn halt dieser, ne, so ein Klotz hier weg ist. Schreibt mir ihr in den Kommentaren, ob ihr sowas so schön findet, wenn man sowas in normale Minecraft-Welt packt. Auch die Baumfarm, also ja, sowas gehört sich halt gar nicht. Das ist jetzt fertig. Und mir gefällt es sehr, 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 sehr gut. Aber für heute ist es für mich erstmal genug. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich mal genug Pause mache. Also, Flitzluki ist mit mir jetzt im Discord und wie man hier im Hintergrund sehen kann, meine Tür war kaputt. Und Flitzluki ist so nett und repariert sie. Danke auf jeden Fall dafür. Was ich jetzt aber eigentlich geplant hätte. Ich möchte unsere Lounge, und da hinten ist Flitzluki, auf jeden Fall möchte ich unsere Lounge hier ein bisschen erweitern über die Moosfarm hier drüber oder daneben, keine Ahnung. Boah, ich hoffe, es funktioniert mit der Moosfarm da, also. Das ist jetzt sehr satt fertig. Otto, danke, dass du mitgeholfen hast. Also, ich hoffe, du konntest dir jetzt ein bisschen was schnappen von den Bauideen, so. Mir gefällt auf jeden Fall das jetzt sehr krass, also. Boah, wir können auch hier drin immer was lagern, das ist sehr schön als Deko. Wir haben hier ein Bett. Sieht übrigens cool aus, auch ohne Shader hat es irgendwie so einen kleinen, ja, Feeling. Sieht richtig schön aus. Aber was wir jetzt machen müssen, ist mal ein bisschen Gras. Es ist jetzt einige Zeit vergangen, aber wir haben das komplette Lager fertiggestellt. Wo ich gesagt habe, wir buddeln. Ja, das ist ein bisschen mehr als buddeln geworden. Hier ist der Input, wo wir alles reinwerfen können. Wie beispielsweise, ich nehme jetzt mal kurz ein bisschen Kabel. Und werfe jetzt mal rein. Es wird jetzt gleich hier ein bisschen. Und da kommt einfach halt alles hier rein. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Ich räume das jetzt noch schnell ein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, wie man hier im Hintergrund sehen kann, ist hier das Lager schon komplett fertig. Aber hier fehlen noch Plätze. Und darum habe ich hier einen extra Bauauftrag für euch geschrieben. Und der lautet: Bauauftrag für vollständiges Lager. Und darum tue ich das jetzt hier erstmal in den Deckturn. Und wenn ihr die Map bekommt, könnt ihr dann mein Lager vervollständigen. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Bauauftrag für euch. Nämlich Bauauftrag. Baue eine Melonenfarm und verbinde sie mit dem automatischen Lager. Und nun kommt der auch doch ins Lektüren. Und dann könnt ihr hier unten dann eine Farm bauen, die dann mit meinem automatischen Lager verbunden ist. Doch was wir jetzt machen müssen, ist hier erstmal die Felder erweitern. Ich werde hier dekorieren, weil ich hier doch kein Feld mehr machen möchte. Und was sehe ich hier? Und das sieht mir sehr nach irgendjemand anderen aus, weil ich kenne diesen Ort ist bisher noch gar nicht. Sehe ich zu ihm zum ersten Mal. Und darum baue ich jetzt hier ein paar Laternen rein. Ich weiß nicht, wen es gehört. Wenn ihr es wissen solltet, schreibt es mal unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Leute, es sieht einfach übelst cool aus. Ich habe jetzt hier das noch fertig dekoriert hier. Sieht noch ein bisschen ticken schön aus mit den ganzen Blättern, Büschen hier. Hier ist jetzt auch ein bisschen Beleuchtung im Baum. Ja, die Base von Dark, die wird wahrscheinlich nicht mehr fertig. Leider, weil jetzt, wir haben den 9.10. jetzt, by the way, also endet das Projekt auch bald in ein paar Tagen. Am 25. ist halt der, ja, der Server offline. Ja, da hinten haben wir jetzt hier noch ein bisschen dekoriert. Das habe ich aber schon länger gemacht. Also ich weiß nicht, ob ich schon euch gezeigt habe. Leute, das haben wir zwar schon mal in diesem Video gemacht, aber wir werden hier auch eine kleine Bar bauen, damit wir hier privat, ja, keine Ahnung, ein bisschen Honig schlürfen können von meiner Farm. Yay. Leute, es ist getan. Ich habe hier alles schön gemacht. Die Lounge ist fertig. Und ich würde sagen, wir betreten sie mal. Das ist die Lounge. Die sieht so übelst geil aus von einem mit Shader. Alter. Ich habe ja alles voll mit Gemälden platziert, weil es einfach nur schön dann aussieht. Ein bisschen mehr Farbe hier reinbringen. Ja, alle so Teppiche irgendwie random platziert, dass halt auch schön aussieht. Hier hinten kommt noch ein kleines Lager rein. Für so Fleisch und Honig. Hier unten kommt noch eine Kasse und so rein. Sollte man hier auch was kaufen wollen. Hier habe ich noch ein bisschen Deko. Das sieht einfach so schön alles aus. Ich freue mich. Ich bin echt happy darüber. Und sogar ohne Shader, wie man hier sehen kann, ist es eigentlich okay, so zu sehen. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr. Und Leute, wir machen jetzt gleich. Die Lounge ist fertig. Ja, mir gefällt die Lounge jetzt auch noch mehr. Und ich muss sie euch einfach zeigen. Jetzt haben wir hier den Kuchen. Und hier noch einen Kuchen. Ich habe hier einfach alles ein bisschen schön mit Item-Frames gemacht. Habe hier alles noch ein bisschen weiter eingerichtet. Habe hier auch Kisten hinzugefügt. Habe da hinten ein kleines Lager hinzugefügt, wo halt so ein bisschen Essen und so drin ist, was man hier vergeben kann. Es gefällt mir jetzt auf jeden Fall sehr, aber ich baue jetzt erstmal weiter. Leute, es ist vollbracht. Ich habe hier alle weiten Felder fertig. Es war übelst viel Arbeit, aber es sieht einfach so geil aus. Es schaut euch mal das an.
Wie geil das aussieht. Alter. Oh, ohne Shader. Das ist... Boah, ey, das war so viel Arbeit. Doch, meine Küche ist auch mit Shader immer noch mickrig und ohne Shader. Ja, das muss jetzt auch nochmal verbessert werden. Leute, wir sind fertig. Und hier ist der letzte Haken. Höhle schön machen. Fertig. Leute, ihr seht mich jetzt vor meiner Base. Ohne Rüstung, ohne gar nichts. Ich bin fertig mit Underground. Ich habe die Base komplett verschönert. Ich habe jetzt hier überall ein bisschen Teppich reingepackt. Ein bisschen Blätter reingetan, weil das verleiht jedem so einen kleinen Stil hier. Mir gefällt Underground auf jeden Fall übelst. Ich bin so froh, dass ich jetzt fertig bin, weil ich habe jetzt dieses Video über einen Monat aufgenommen. Müsst ihr eigentlich schon wissen. Und solltet ihr jetzt noch dabei sein, ein Freund hat gesagt, schreibt bis hier jetzt am Ende Hashtag Mone Kommentare. Solltet ihr das Video bis jetzt noch schauen. Ich zeige euch mal kurz noch den Farmbereich. Der ist ganz easy peasy leicht gehalten. Ich habe hier über ein paar Blätter reingepackt. Ich habe hier alles schön gemacht. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch ein bisschen Teppich reingepackt, dass es ein bisschen wohnlicher aussieht. Soll ja auch natürlich auch aussehen. Da hinten seht ihr gleich noch meine Küche. Bei der habe ich mir auch noch ein bisschen Mühe gegeben mit der Dekoration. Ich habe ein bisschen Itemframes hingebaut. Als ob es ein bisschen aussieht, als ob hier ein bisschen Essen rumliegt, dass ich gerade was mache. Hier habe ich ein bisschen Fleisch reingepackt, dass hier mein Fleisch gelagert wird. Hier ist noch eine Netzwerkrüstung. Einfach, ja, dass man, das ist einfach, ne, einfach der pure Flex. Also habe ich hier noch eine kleine Ofenwand. Da ist ja auch ein bisschen Kohle drin. Hier sind andere Öfen drin. Fletschendinge. Nee, was für Fletschendinge, Alter? Ich bin komplett dumm, Alter. Diese Smoker, wo ihr nämlich da auch ein bisschen das Essen schneller smoken könnt. Da haben wir hier noch den Craft Attack Boden, den ich so gerne nenne. Hier haben wir natürlich noch ein bisschen drin, dass ihr hier auch den Platzspieler immer benutzen könnt. Hier ist mein ganzes Equip drin. Hier ist ein bisschen Zeug drin, das nicht mit snackbare Items, schon alle Tresorsachen liegen drin. Und Leute, solltet ihr es euch gefallen haben, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ich sitze jetzt hier schon so lange, insgesamt über einen Monat. Meine Spielzeit, die ist jetzt auch höher, als ich je gedacht habe. Die ist jetzt einfach schon auf 11,45 Tagen, das ist so viel inzwischen. Danke für alles, danke für euren Support und viel Spaß mit den Outtakes, weil ne, bei so einem großen Video gibt es natürlich Outtakes. Nach einer sehr langen Bausession haben wir auch das hier geschafft. Bei Husky Jonas wird ihr auch noch sehen, also das heißt, dass ihr, wenn ihr sehen wollt, wie wir weiter... es ist ein bisschen blöd, weil ich meine Settings nicht resettet habe. Husky Jonas hat auf jeden Fall hier so ein kleines Klemmbrett. Nee. Also, Flitze. Ey, was für Flitze Loki, boah. Okay, wir haben. Mann! Aber.